Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mental- und Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema Entspann dich. Ja, wir sind hier am Lietzensee und spontan habe ich mir gedacht, wir haben jetzt Sonntag, super Wetter, Nachmittag, 16 Uhr. Und ich habe gedacht, wir gehen einfach mal hin und drehen ein kleines Video zum Thema Entspannen. Ich habe die Woche viel zu tun gehabt, bin gerade dabei, eine eigene Landingpage zu programmieren. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, sehr zeitaufwendig. Und ganz bewusst habe ich mir gesagt, heute mache ich nichts, was damit zu tun hat. Heute nehme ich euch mal raus, entspanne einen Tag, nutze die Zeit, mit meiner Frau Zeit zu verbringen, einfach runterzufahren, zu entspannen. Und das möchte ich euch auch raten, wenn ihr viel arbeitet oder wenn ihr in einer Sache sehr stark eingebunden seid, nehmt euch ruhig mal einen Tag raus und denkt nicht über das nach, womit ihr gerade so viel Zeit verbringt, sondern, so würde ich das sagen, lasst mal für einen Tag los und vielleicht fallen euch Ideen ein für andere Projekte, für andere Bereiche. Das heißt, wenn ihr euch bei der Arbeit entspannt, dann fallen euch vielleicht Ideen für private Bereiche ein, für ein Hobby. Wenn es vom Hobby die Entspannung ist, dann fallen euch vielleicht Sachen ein für den Beruf oder auch in der Beziehung. Also sozusagen nicht die freie Zeit zu nutzen, weiterhin den Kopf damit zu belasten, mit dem ihr eh die ganze Woche beschäftigt seid, sondern in der Zeit, wo man sich eine Auszeit nimmt, erstmal versuchen, an möglichst dicht zu denken und wenn doch Gedanken kommen, dann lieber für etwas, was nicht mit dem zu tun hat, womit ihr sonst Zeit verbringt. Das kann euch weiterbringen, das ist genauso wie einem ja auch manchmal Ideen im Schlaf kommen und deshalb Entspannen ist wirklich wichtig. Ich denke mal, in so einer extrem angespannten Gesellschaft, wie wir sie heute haben, wo es immer darum geht, was zu schaffen, ja, zu arbeiten, mein Haus, mein Boot, mein Auto, da ist das wirklich sehr, sehr wichtig, die freien Zeiten, die wir haben, wirklich effizient zu nutzen, runterzufahren. Morgen ist auch noch ein Tag, morgen steht die Welt immer noch und morgen könnt ihr immer noch weiterarbeiten, immer noch erfolgreich werden und immer noch Projekte umsetzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel. Bis dahin, alles Gute. Ciao.